Gelegenheit zum Gruß verpasst. Schlecht. Servus. Da sind wir wieder. Das war wirklich auf letzte Sekunde. Luftschächte sind verschlossen. Wie wir gesagt haben. Ist ja egal, wir brauchen schon Luftzirkulation im Luftschacht, ne? Ja, also da ist. Die wird hier reingebeamt, dann die Luft. Genau. Ja, lustige Geschichte mit Speicherständen. Eigentlich waren wir da oben und dachten, wir wären schon da gewesen und sind deswegen hier durchgelaufen und sind jetzt hier und haben gemerkt, dass wir doch nicht hier waren. Da rasen die Roboter rum. Warum rasen die Roboter rum? Wo sind meine? Auf 3. Nee, ich hab keinen mehr. Was total seltsam ist, aber. Ich hab 2. Bah. Naja. Irgendwas haben wir dieses überaus schwere Rätsel gelöst gehabt von den verschiedenen Konnektoren und so weiter. Aktivieren wir das Ding da. Wie werde ich es wo aktivieren? Ist schon aktiviert. Nee, ich hab's gerade. Ach so. Stimmt, da kam ja jetzt viel her. Ja. Ui. Kannst du nicht. Oder so. Stimmt, ich hätte da meine Minen auflegen können. Kacke. Ja, gelingt es fast. Na gut, beim nächsten Mal. Such aber gerade in der Bank. Okay. Warum hier eine Bank in der Nähe? Keine Ahnung. Tschüss, Gegner. Boah, ja. Tschüss, Markus. Fängt ja schön an. Ja, super, klasse. So, das heißt, wir müssen es nochmal aktivieren. Ja, natürlich müssen wir nochmal aktivieren. Kommen wir wieder 4. Warum eigentlich? Nö. Deswegen bewegt sich doch eigentlich. Das müssen wir eigentlich gar nicht mehr neu aktivieren. Ich hab's ja gerade aktiviert. Ja, das hat sich aber vorher auch schon bewegt, Mann. Ich glaub nicht. Total wahnsinnig. Ja. Alles. Das ist mein Licht voll. Da. Ah, stimmt, zerfleischen. Ich vergesse das immer wieder. Da war was, ja. Gut, ich meine, jetzt ist das eh fast egal. Bringt auch meinen Kram nicht. Doch. Was denn, wenn die ja eh abgepumpt von diesen. Wer auch immer auf die Idee kam, eine Schlachtanlage zu machen? Pumpkolben. Ja. Macht halt Sinn, ne? Kommst du? Ja, ja, ich bin schon da. Mach du mal. Nein, das war Fail. Okay, jetzt. Das ist besser. Ui. Hab ich Gefahr. Mhm. Stimmt die. Ja, an der Bank. Wenn man sich an Spielmechanik nicht mehr erinnert, das ist einfach nur wundervoll. Oh Mann. Umwerfen könnte man fast sagen. Da ist eine komische Analsonde. Immer gut. Ja. Das ist gerade. Sergeant Cochran, gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist. Und was noch wichtiger ist, sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Okay. Also sollen wir irgendwo hinlaufen gleich. Ja, warte, das ist eine Audio-Nachricht. Sergeant Cochran, ach nee, die gehen haben... Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Okay. Ich habe seit lösen die bei mir aus? Aber ich tun dir nicht weh. Ja gut, dann auf geht's. Anzugstation, jetzt können wir uns endlich umziehen. Der arktische Anzug. Ah ne, erstmal Rick. Nein. Aus geheimen SCAF-Synthetikfasern. Ah ja. Geheim. Weil man natürlich einen extra kälteresistenten Anzug braucht, der auch im Schnee funktioniert und nicht seinen normal verwenden kann, der im Weltall funktioniert. Und sicher ist, wenn ich den Anzug wechseln möchte, ja. Aktisch. Einmal schon einspannen. Ja.
warum dampfen wir eigentlich danach? Ist das vielleicht doch ein Mikrowellenherd? Könnte gut sein. Und warum haben wir einen Fellkragen? Ja, das ist das Hightech, ist das. Das Hightech-Fell. Ja. Schon mehr Luft, ja, gut, ne? War man nicht unbedingt. Energy. Ah, nö. Dann. Mit Chinesischen haben wir eh nie gearbeitet, von daher ist das alles total egal. Go. Was, wie, was? Go. Hi. Alle so raus, warte in der Bank, okay. Wir haben keine Bank hier, ne? Das ist voll unmöglich. Aber da, nee, doch nicht. Private Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Doc? Wessen Leben? Von allen. Gehen Sie, Sam. Jetzt sofort. Ackerman! Ackerman! Doc, ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Ja, ja. Doc. Die Lautstärke ist so inkonsistent, tut mir leid, aber... Doch wieder auf. Ja, machen wir 73. Muss ja nicht immer 5 und 0 sein. So. Ich melde mal in die Küche. Sehr lecker. Kommt mir bekannt vor. Irgendwie, ne? Als wären wir schon mal hier gewesen. Ja, na klar. Und hätten hier Kisten zertreten und so ein Zeug. Hier war noch eine Kiste. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Sollte man meinen, ne? Oder einfach nur Model Reusing. Das werden wir raus, wenn wir weitergehen. Und so. Hier noch hinten weiter, oder? Was war wieder hier? Hier, hier ist eine Tür. Lautstärke. Ja. 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 Dieser Schrank ist offen. Was enthält dieser Schrank? Halblatte. Okay. Aber das ist jetzt nicht das Hauptziel. Nee, okay. Auch eine Audio noch. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen weg. Ackerman! Bist du das? Die Lok hat man auf jeden Fall schon. Die kommt mir jetzt auch bekannt vor. Ich habe so viele Lampen an meinem Helm. Sieht denn deine aus? Nicht so viel. Du hast deine üblichen Rillen. Die jetzt ein bisschen was in Kupfer gehalten sind. Du hast ein Tuch umgeschnallt. Tuch? Ja, stimmt. Er ist sehr modisch. Natürlich. Ich gehe immer nur mit der neuesten Mode. Aber ja, gut, also, ich glaub, ja, hier werden wir definitiv schon gewesen sein, war so ein Rundweg. Wie die gern verwendet werden heutzutage. Also muss hier auch irgendwann die Bank sein. Ja. Achso, stimmt, das ist ja hier. Was ist eine Ladetür? Müsste es da sein? Ist eine Ladetür, ja. Wo rennst du hin? Wo sind wir hier überhaupt und wo ist die Tür? Bin ich ja nun. Da. Geh da rum. Geht's da hinten weiter, oder? Da ist eine Tür. Eine Ladetür, also. Sind wir da nicht durch hergekommen? Glaube schon, ne? Weiß ich nicht. Kann sein. Hey. Aber ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, hier sind wir durchgekommen. Doch, ist wirklich leise. Ich rede aber ganz normal. Da
Und jetzt gehen wir ja wieder zurück. Ja, richtig, weil wir da schon waren. Wir fangen den Rundweg jetzt praktisch wieder von vorne an. Mal denn, hat es geklitzt. Wir weitergehen. Zu Surface, genau. Hier ging es dann hoch zur nächsten Bank, wenn ich mich nicht erinnere. Perfekt auf den Anzug aufgesetzt sind. Hm. Ich bin aber schon mit dem. Ach hier, genau, hier. Hier geht's rum. Und dann war eine weitere die Bank. Jo, hier. Also Sucherbot. Lass dich ausnehmen. Okay, wir haben auch irgendeine Pistole. Ja, so eine Medigun. Medigun. Medpistole. Hydraulikmesser. Moment. Verstehe ich wirklich überhaupt nicht mehr. Dann musst du mich wohl über ein wenig lauter drehen. Bin ich gerade bei, aber auf plus 11 stehe ich eigentlich eher ungern. Hm. Und du bist nicht wesentlich lauter geworden dadurch. Geht ganz normal. Ja. Wie immer. Jetzt geht's halbwegs. Okay. Auf. Niemals. Waffen wurden gar nicht gespeichert, kann das sein? Oder war doch, das meine, ich. Das war meine große, okay. Ich hab meine noch. Meine Aufladen, so Matthäus 3000. Ach, was soll's. Haben wir noch irgendwas, was es wert wäre, eins mehr zu werden? Ich hab nichts gesehen. Na ja, gut, dann können wir uns jetzt ja frei bewegen hier draußen. Jo. Hoffen wir's. So, nicht mehr. Erfrieren. Durch minus 30 Grad gegenüber minus. Was waren das? 126 oder so? Keine Ahnung. Nicht mit dem Suchrobot angreifen, du Depp. Nicht? Nein. Nachladen darfst du auch gerne. Treten! Das ist ja nochmal militär, das muss man doch automatisch können, sowas. Lutsch. Ja, so eine automatische Trethilfe wäre schon geil. Hm? Hoppala, hi. Das Ziel. Haben wir immer noch keins anscheinend. Doch, ja, da hinten. Ja, dann ganz dünne Linie. Möglicherweise hier. Du. Oh, Tesla Car. Schön. Haben wir doch schon. Ja, aber wir haben jetzt noch einen Tesla Car. Man kann eh noch Tesla Car haben. Schließlich kann man die Dinger ja auch auseinanderbauen. Wir scheinen direkt in einen Sturm zu klettern. Ja, was? Geil. Sturm! Was? Ach, egal! Bleiben Sie dicht an der Felswand! Okay. Welche Felswand? Die links von uns, glaube ich. Hm. Nope. Ja, das sind Reactions. Ja. Yep. B. Seht ihr auch so viel, was? Ja. Wow, erschreck mich nicht so, du. Ja, Mistvieh.
Hier ist ganz schön viel Zeug. Ah, zwei Kisten einmal zertreten. Schön. Wo meinst du, zwei übereinander gestapelte Kisten? Aha. Hab ich gerade auch gemacht. So viel Skill und so. Überaus. Gymnastische Hüftgelenke. Ja, du Gymnast-Spast. Hey, du bist der Geld ausgibt für einen Fitnessclub, nicht ich. Ja, jetzt mach's wieder persönlich hier. Ich mach's immer persönlich und nie. Je nachdem, wie es mir passt. Bist du hoch hier? Ja, bist du hoch. Ja, ich bin hoch. Lol, wenn man die Waffe zieht, rennt, geht man schneller. Dann macht er diese komische Bückhaltung nicht. Ja. Was recht sinnvoll ist. Wow. Genau. Was ist das denn jetzt gewesen? Eine komische Anzeige. Hier dann ist oder ist das so ein Balance-Ding? Hast du auch gehabt, ne? Mehrere Klammern. Was? Ne. Oder sowas in der Richtung. Ich? Okay. Ne. Weird. Weird. Ja. Genau. Au. Ja, ich hab's gemerkt. Na komm doch. Ja. Was? Wieder auf. Rausklettern. Offenbar. Ach ja. Mal aufpassen, wo sie hintreten. Verdammtes Schrottteil. Echt mal. Geh da runter. Ich hab viel zu viele in Zeugs. Das muss es sein. Ohne Scheiß. Da unten ist Zelle leuchtet wie an Weihnachten. Jemand scheint den Saft angedreht zu haben. Ich sagte doch, sie schafft's. Kommen Sie. Und auf einmal ist es Abend. Ja. Wird langsam Zeit. Ja, guck mal, denn der ist Fußspuren. Ist uns da schon mal aufgefallen? Weiß ich gar nicht. Hab nicht. Nee. Eigentlich schon. Ziemlich gut aus. Ja, verschwinden halt wieder, ne? Ja. Seriöse Art und Weise. Ja, genau. Ganze Zeit aus den tiefsten Löchern. Ist das alles? Ist das hier in der Sternenkarte? Ich glaube, das ist der Regenerationsviecher. Du regelst schon. Ja, alles tot. Atsch. Da leuchtete irgendwas. Scheiße, helfen Sie mir! Was? Was? Okay. Ja. Merken, ich kann mich selbst mit meiner Waffe töten, du mich allerdings nicht. Screw Logic. Hm. Du. Oh, das sieht schön aus. Bis auf dieses komische Moel, wie auch immer. Ali! Seien Sie leise! Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Nicht? Nope. Also, hätte ich jetzt schon gemacht. Was haben wir hier Schönes? Ja, durch den Abzug. Ah ne, warte, hier ist auch noch was. Hey. Was? Damit eins klar ist, Clark. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts, weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wofür ich das tue. Sie auch? Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen. Mit etwas Glück warten die anderen hinter den Toren auf uns. Mit
ziemlich viel Glück. Jo. Auf geht's. Und nochmal eine Anzugstation und eine Bank. Immer gut. Stimmt, wir haben die Bots gar nicht eingesetzt. Hehe. Ja. Irgendwo was, ne? Ich weiß nicht, was es ist, aber. Aber? Es sieht sehr seltsam aus. Beim ersten Part auch. Irgendwie hat's das Spiel nicht mit Schnee. Was ziemlich blöd ist für ein Spiel, das irgendwie zu mehr als der Hälfte im Schneegebiet spielt. Wo bist du jetzt eigentlich hingelaufen? Die Höhle nochmal hoch. Warum? Weil hier oben ein anderes Schatzsignal ist, beziehungsweise eben Ressourcenzeugs. Denke ich zumindest. Sieht so aus. Und? Ist es eins? Nö, geht immer noch runter. Man kann nicht noch weiterlaufen. Dann halt nicht. Wir haben jetzt Zeug verpasst. Und das wahrscheinlich nicht zu knapp. Egal. Jo. Junge Kawa, setz dich hin und rutsch die Höhle runter. Es geht so viel schneller. Wie viel Munition habe ich hier eigentlich? Sieht nach genug aus. Dann auf geht's. Zunge. Okay. Was war das? Oh, die will doch nur spielen. Ja, das bestimmt. Was war jetzt? Auch kommen sie! Ja, ich mach einen Bot, ey, jetzt. Genau. Nee, die kannst du nur an den gelben Schwachstellen treffen. Zielen Sie auf weiches Ach, Gewebe! Ja. Es greift gleich an! Spaß. Alles gut? Jo, bei mir läuft alles super. Ach Gott. Wah! Gieß alles ab! Lebst du noch? Geht noch, ja, alles gut. Okay. Da oben ist noch was, okay. Gott verdammt! Halt still! Wirklich. Wenn man das nicht treffen würde. Jetzt. Stirb! Braves Vieh. Nicht ganz. Hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wo ist es hin? Muss ich immer hingehen? Nach irgendwo da draußen? Ich glaube, ich weiß, wie wir über das Tor kommen. Verdammtes Genie. Mhm.